Hallo Leute, ich habe gerade eine wunderschöne Trauung gehabt und sie findet ausnahmsweise mal im Winter statt. Heute ist der 3.3., mein Geburtstag, also aus Erfahrung ein Glückstag. Und die meisten Paare wollen ja immer im Sommer heiraten. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Tipps, was für eine Winterhochzeit spricht. Ihr könnt zum Beispiel wahrscheinlich frei wählen an den Locations, weil viele eben keine Hochzeiten an den Samstagen haben. Ihr müsst euch nicht um die Dienstleister streiten. Ihr könnt Preise verhandeln, weil alle nicht voll ausgelastet sind. Und ihr könnt sicher gehen, dass eure Gesellschaft zusammenbleibt, weil sich nichts auf den Freiflächen verteilt. Die Leute gehen nicht raus spazieren, wenn es eiskalt ist oder wenn dann nur ganz kurz. Und meistens entstehen auf solchen Winterhochzeiten dann eben richtig gute Partys. Und ein ganz weiterer großer Vorteil ist, ihr braucht keinen Plan B. Ihr könnt euch auf ein Wetter einstellen und euch ganz darauf konzentrieren und müsst euch nicht ständig Gedanken darum machen, ob es regnet oder nicht, weil ihr sowieso drinnen feiern werdet. Es gibt ganz schöne Bilder. Das nehmen viele auch als Argument, dass sie im Sommer heiraten. Bei einer weißen Winterlandschaft entstehen ganz, ganz tolle Bilder. Und der Fotograf weiß dann schon, wann das Licht am besten ist. Und deshalb seid vielleicht offen für diese Idee und feiert doch im Winter eure Hochzeit. Ich verabschiede mich jetzt und gehe noch meinen Geburtstag feiern und wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer Hochzeitsplanung.